Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde VR-Chat mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen wie immer gleich einmal los. Und heute spielen wir mal eine Runde Formula Car Racing und schauen mal, wie solche Racing Games hier auf VR-Chat umgesetzt sind. Zum Vergleich zu Roblox zum Beispiel, wo es ja sowas auch sehr gibt. Und ja, dann sehen wir mal, ja, auch wie die Steuerung so sein wird und andere Umsetzungen zwischen den verschiedenen Spielpublishern. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir legen einfach mal los und schauen mal, was passieren wird. So, gut. Beitritt einmal. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie groß die Datei ist. Okay, es geht. 35 MB, das ist machbar. Das ist nicht so groß und auch nicht so klein. Das wird nicht allzu ewig brauchen mit runterladen. Das ist auf jeden Fall das Gute daran, dass das relativ schnell gehen wird. Und wir keine so lange Wartezeiten haben. Ich könnte es natürlich auch schon vorab runterladen, dass es ein bisschen schneller geht. Dass wir es nicht erst runterladen brauchen, aber das ist ja im Grunde egal, weil die Zeit haben wir im Grunde ja, das zu machen, die kleine MB-Anzahl. Wenn es über 100 MB wären, würde es natürlich vorladen, dass es dann im Grunde nicht so lange brauchen würde. So, okay. Da hat es irgendwie gerade die Verbindung kurzzeitig mal gekappt. Warum auch immer. Das muss man nicht verstehen. Mal schauen, ob das jetzt connected oder ob es gerade nicht. Nee, es geht. Okay. Hätte ja sein können. Oh, okay. Sieht so aus, wie alles mit die und alles drum und dran. Und hier sind anscheinend die Autos, die man wählen kann. Das Auto lädt gerade überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Wie steige ich da? Oh, so steigt man ein. Okay. Eine Gänge links rechts. Autsch. Wow. Na, nicht so weit hochschalten. Hallo. Ja. Ach du meine Güte. Das ist ja bösartig. Batterie 141 Volt. Oh shit. Ich glaube, man muss auch noch auf die Batterieladung achten, wie voll die Batterieladung hier ist von dem Auto. Das kann wahrscheinlich irgendwann mal leer gegeben, was es angeht. Dann steht man wahrscheinlich da und kommt nicht weiter.
Oh mein Gott. Wie hätte ich das gemacht von der Steuerung her? Sag mal, du, von der Umsetzung her, es ist gut gemacht. Alles drum und dran ist nicht schlecht. Aber die Steuerung, die ist ja total beschissen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Da macht man sich ja richtig zum Otto hier. Ich würde sagen, wir werden auch gleich das Spiel wechseln. Das Spiel hat bei mir schon, sagen wir mal, total abgekackt und verloren. Das macht überhaupt keinen Spaß. Gott, raus, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das macht überhaupt keinen Spaß. Schon die Umsetzung von der Steuerung ist total behindert. Also macht überhaupt keinen Spaß. Eieiei. Gucken wir uns mal das Touring-Car-Spiel an. Wie groß ist das von MBs her? Okay. Das ist machbar von der MB-Größe her. Nicht so groß. Das lädt dann auch relativ schnell zum Glück. Oh Mann, und nach der Folge muss ich dann mal dringend aufs Toilettchen gehen. Ich habe heute einmal einen Druck auf der Blase, das geht gar nicht. Wie ihr wüsstet, wie ich heute immer rennen muss. Was ich heute schon immer auf Toilette gerannt bin. Ganz schlimm heute irgendwie. Keine Ahnung warum, aber heute meint es meine Blase echt nicht gut mit mir. Und da komme ich auch auf die grandiose Idee, hier spontan noch Let's Plays aufzunehmen. Das macht es natürlich nicht besser, wenn man da nicht einfach weg kann zwischendrin. Gut, ich könnte es einen Cut machen zwischendrin und weitermachen, aber darauf habe ich keinen Bock. Das mache ich immer ungern, zwischendrin zu cutten. Ich spiele gerne immer eine Folge komplett durch und dann, ja. Und ich glaube hier, das ist das von selben Macher, von dem Publisher. Kann man, glaube ich, total vergessen. Selbe beschissene Steuerung. Oh Gott, wir gehen gleich wieder raus. Da brauchen wir gar nicht erst weiter so machen. Was die Map hier angeht. Die ist von selben wie das hier. Die sind beide von selben Publisher. Die dann wahrscheinlich auch. Okay, das ist nicht von diesem Pastizia oder Pastix oder wie der hieß. Hab den Namen schon wieder vergessen. Also von denen die Maps braucht man definitiv nicht spielen. Die machen definitiv keinen Bock, weil die Steuerung so beschissen ist. Ja. Und jetzt fängt mein Kopf auch noch an zu jucken. Das ist ja lästig hier. Aber kein Wunder, ich habe heute wieder schon geschwitzt. Das Kopf hat voll Schweiß und das juckt dann. Und da kackt einfach mal die Verbindung wieder ab. Ganz komisch manchmal. Dass einfach manchmal Verbindungsfehler sind hier. Ich glaube, VR-Chat hat heute wieder so ein paar kleine diverse Serverprobleme. Wie es aussieht. Das macht heute immer mal so zwischendrin kurzzeitig schlapp. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja fast durch mit VR-Chat. Nach dieser Folge noch eine Folge und dann habe ich meine 4 Folgen, die ich am Stück aufnehmen wollte, fertig. Und dann kommt als nächstes der Supermarkt Simulator. Da nehme ich dann natürlich auch nochmal 4 Folgen auf am Stück. Dann habe ich nämlich den ganzen Monat Oktober dann auch schon wieder fertig. Da habe ich einen echt guten Vorlauf dann und kann auch mal eine gewisse Zeit das Let's Play aufnehmen, sein lassen und pausieren, wenn ich mal keine Lust und Laune habe dazu. Das ist der Vorteil. Aber ich denke mal, ich werde immer schön weitermachen, dass ich recht schnell bis Ende Dezember komme. Und dieses Jahr fertig bekomme.
mit Let's Plays aufnehmen. Das würde mich am zufriedensten stellen, wenn ich das relativ schnell fertig bekomme dieses Jahr und dann sozusagen schon mit dem nächsten Jahr anfangen kann und einen richtig guten Vorlauf habe mit ja über 3 Monaten, also ein Vierteljahr. Ich glaube, perfekter geht's dann nicht und da kann man wirklich mal sagen, okay, man setzt mal sich drin aus und macht einfach mal eine Let's Play Pause, eine Aufnahmepause und macht keine Aufnahmen. Je nachdem, wie es dann nach Lust und Laune aussieht. Und bei mir in der Winterzeit, wo ich weiß immer meine, ja, Herbst-Winter-Depression habe und mich so und so nicht so richtig fühle immer, da habe ich meistens auch keine richtige Lust und Laune aufzunehmen. Daher ist es schon gut, wenn ich jetzt hier schön voraus aufnehme und das dann alles so weit wie möglich fertig habe. So. Ja, oh nee, die schauen auch so beschissen, ne? Ach, ich kann die Steuerung anscheinend. Ändern. Doch nicht. Es ist so wieder hier so eine beschissene Steuerung, wie es aussieht. Ach nee. Da habe ich auch keine Laune drauf. Also die Folge ist so ein bisschen verflucht, ne? Oder hat hier VR-Chat keine bessere Steuerung für solche Autos? Dass sie einfach keine andere Steuerung machen können, wie ja, WASD oder Pfeiltasten. Das dürfte doch nicht das Problem sein, oder? Das Auto zeigt sich hier auch nicht an. Ah, doch hier. Oh mein Gott. Wurde 5 Laps. Ach du Schande. Empfindet so gut. Okay. Ja, ich bin auch auf Gas geben. Ich hänge ja irgendwo fest anscheinend. Jetzt komme ich nicht mal aus dem Auto. Na gut, egal. Dann werde ich mal hier die, sagen wir mal, relativ verkorkste Folge beenden an dieser Stelle. Hoffe, sie hat euch trotzdem Spaß gemacht, Lust und Laune. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, nächste Woche beim VR-Chat wieder dabei. Mit uns und eurem Da Steffen natürlich. Möge wie immer die Macht mit euch sein. Bleibt mir wie immer treu, gewogen und gesund. Und lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt. Bis dahin, euer Da Steffen zockt. Ciao, ciao, ciao. Mit einem großen doppelten V.